Genau, guten Tag. Mein Name ist Roxanne van Groenewoud und ich bin als Studien- und Unternehmensberaterin an der Viktoria Internationale Hochschule Berlin tätig. Ich möchte Ihnen heute natürlich auch gerne die Viktoria näher bringen und würde mich über eine Kooperation im Rahmen des dualen Studiums sehr freuen. Wir kooperieren natürlich auch schon mit vielen Betrieben aus dem Tourismus in Berlin und Brandenburg, sind aber immer auf der Suche nach neuen Praxispartnern für unsere dualen Studienbewerber. Genau, also die Viktoria Berlin liegt zentral fußläufig zum Potsdamer Platz und die Hochschule ist richtig, ist noch nicht so alteingesessen. Es gibt uns jetzt seit ja, 10, 11 Jahren, aber wir gehören zur F&U Unternehmensgruppe und die hat schon seit 40 Jahren Erfahrung in der Bildung. Das ist auch nach wie vor ein Familienunternehmen, was komplett der Bildung verschrieben ist. Es ist eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir sind nicht gewinnorientiert, sondern die Gewinne fließen direkt wieder in die Qualität der Lehre oder auch in die Ausstattung unseres Campus. Der wurde natürlich nicht nur durch die Pandemie auf den technisch neuesten Stand gebracht, um eine hybride Lehre vollziehen zu können, sondern wir haben gerade auch teilweise frisch renoviert. So frisch, dass ich da noch keine neuen Fotos heute in der Präsentation mit dabei habe. Aber die gibt es dann sicherlich beim nächsten Mal. Ansonsten haben wir auch eine eigene Sprachschule bei uns auf dem Campus und ein eigenes Wohnheim. Das heißt, wir können auch Studienstartern, die von weiter weg kommen, hier erstmal bei uns den Start bequem ermöglichen, sodass auch ja, der Einsatz im Betrieb auch direkt ab Studienstart möglich ist, auch wenn es da noch Herausforderungen bei der Wohnungssuche gibt. Ansonsten haben wir auch noch einen weiteren Campus in Baden-Baden. Und zu unserer Unternehmensgruppe gehören ebenso die internationalen Berufsakademien, wo wir dann deutschlandweit auch noch 10 weitere Standorte zur Verfügung haben. Falls auch Ihr Unternehmen dann noch eine andere Niederlassung hat, können wir da auch über Berlin-Brandenburg hinaus kooperieren. Ja, unsere dualen Studiengänge konzentrieren sich im Bereich des Bachelor auf den Studiengang Business Administration mit einer von 13 verschiedenen Vertiefungsrichtungen zu wählen. Da ist natürlich heute in dieser Runde am naheliegendsten die Vertiefungsrichtung Hotel- und Tourismusmanagement. Aber für einige Betriebe könnte sicherlich auch Event-, Messe- und Kongressmanagement oder Sportmanagement oder auch Gastronomiemanagement sowie Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement gut passen. Weiterhin haben wir auch noch den Studiengang International Management im Bachelor. Das ist ein englischsprachiger Studiengang. Und grundsätzlich sind natürlich alle unsere Studiengänge staatlich anerkannt und akkreditiert. Wir bieten auch Masterstudiengänge an. Das ist einmal der Master in Business Management and Development und der Master in Wirtschaftspsychologie. Genau, bei uns ist das duale Studienmodell an der Viktoria nach dem Prinzip der geteilten Woche. Das heißt, die Studierenden sind immer 3 Tage pro Woche bei Ihnen im Betrieb für insgesamt 20 Stunden und haben 2 feste aufeinanderfolgende Vorlesungstage pro Woche, die auch je Studienstart wechselnd sind, sodass sie auch ja, über die Jahre hinweg immer Dualstudierende an den entsprechenden Wochentagen zur Verfügung haben. Es gibt eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis und die Studieninhalte sind natürlich praxisnah und aktuell abgestimmt. Dann stellt sich natürlich die Frage, welche weiteren Vorteile das für Sie als Kooperationsunternehmen hat. Sie haben so natürlich eine vollwertige Teilzeitkraft von Beginn an. Die Besonderheit bei uns ist, dass Sie bereits nach 6 Semestern einen Dualstudierenden als optimal ausgebildeten Mitarbeiter in eine Festanstellung übernehmen können, also bereits nach 3 Studienjahren und nicht nach 3,5, ja, können Sie diesen in Ihrem Betrieb einsetzen, ohne dass dann natürlich noch eine weitere Einarbeitung nötig ist. Wir vernetzen Sie auch gerne bei unseren Praxispartnertreffen, branchenintern und branchenunabhängig.
durch die Bearbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten unserer Studierenden werden natürlich auch relevante und für ihr Unternehmen aktuelle Themen aufgegriffen. Ja, da können Sie einfach von der wissenschaftlichen Arbeit der Studierenden profitieren, die natürlich auch frischen Wind und neue Ideen in ihr Unternehmen mitbringen und so auch ja, Lösungen umsetzen können. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie Sie Praxispartner bei uns werden können und Dualstudierende dann auch finden können, wenn sie sich für einen Einsatz entscheiden. Wir haben auch noch freie Studienplätze für den Start am 1.10. Also sollten Sie sich kurzfristig dafür entscheiden, ist das auf jeden Fall noch möglich, denn das ist sehr einfach, Praxispartner zu werden. Sie würden eine allgemeine Kooperationserklärung mit der Viktoria-Hochschule schließen. Wir veröffentlichen dann Ihre Stellenbeschreibung bei uns in unserem Bewerberportal und vermitteln Ihnen kostenlos geeignete Kandidaten. Wir kümmern uns dann auch um die Vertragsunterlagen, das heißt sowohl die lange Suche nach Bewerbern als auch die administrativen Prozesse werden für Sie verschlankt durch uns, aber Sie dürfen natürlich zusätzlich auch den Studienplatz auf Ihrer Website aufschreiben, in Kooperation mit unserer Hochschule oder in externen Jobportalen, sodass Sie da auch zusätzliche Bewerber noch generieren können, über die wir Ihnen senden, hinaus. Ansonsten würden Sie im Betrieb einen betrieblichen Betreuer benennen. Dieser muss aber keinen Ausbilderschein haben, wie es bei der Berufsausbildung der Fall ist. Und die Dualstudierenden würden dann eben sofort in den für Studium relevanten Bereichen bei Ihnen eingesetzt werden. Genau, ich habe Ihnen auch mal ein kleines Feedback von Kooperationsunternehmen und Studierenden mitgebracht. Zum einen von Herrn Björn Wiedegut, dem Gründer und CEO von Juvigo, einem jahrelangen Praxispartner von uns aus der Tourismusbranche, der auch sehr zufrieden ist, dass er die Praxisinhalte im Betrieb sehr gut an die Inhalte des Studiums anpassen kann. Und da stehen wir auch in einem sehr persönlichen Austausch immer. Die Zusammenarbeit ist auch sehr erfolgreich. Ansonsten habe ich hier noch ein Feedback von zwei Bestandsstudierenden von uns mitgebracht aus dem dualen Modell. Auch der Jonas lobt hier, dass er das theoretische Wissen aus den Vorlesungen, vor allem im Bereich Marketing, schon mehrfach in seinem Unternehmen in der Praxis für Kampagnen nutzen und umsetzen konnte. Als auch die Anna, die auch die Inhalte aus dem Personalbereich in ihrer Arbeit beim Praxispartner im Bereich Personalentwicklung gut anwenden konnte. Genau, dann nochmal ein paar weitere Details zum relevanten Studiengang. Bei uns ist der Studienstart immer am 1. April und 1. Oktober. Wir haben keine Bewerbungsfristen, sodass da kurzfristig noch duale Studienplätze zusammen realisiert werden können. Wie gesagt, der Abschluss nach 6 Semestern im Bachelor of Arts und die Studierenden haben lediglich 6 Wochen vorlesungsfreie Zeit pro Jahr und sind, wie gesagt, wöchentlich bei Ihnen im Betrieb. Klar, wir müssen uns über Studiengebühren finanzieren, da wir keine staatliche Einrichtung sind, aber bei uns haben Sie eine feste monatliche Studiengebühr und da gibt es nicht, wie bei vielen anderen privaten Hochschulen, den Fall, dass also bei uns gibt es keine Preisstaffelungen über die Semester hinweg und auch keine Zusatzkosten für Einschreibungen oder Prüfungen. Das heißt, Sie wissen, womit Sie rechnen können. Genau, dann habe ich hier mal noch eine Studienverlaufsübersicht mitgebracht aus dem Studiengang Business Administration, Hotel- und Tourismusmanagement in dem Fall. Bei uns haben die Studierenden in allen Semestern die Inhalte aus der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Hinzu kommen eine Spezialisierung durch verschiedene Wahlpflichtmodule und dann auch in jedem Semester die fachspezifischen Module, an diesem Beispiel eben aus dem Hotel und Tourismus. Die Studierenden fertigen, wie gesagt, Praxistransferarbeiten an, in jedem Semester eine, wo sie sich eben bei den Themen die Inhalte dann auch zunutze machen können.
Genau, was jetzt die fachspezifischen Inhalte betrifft, die sind immer so aufgebaut, dass es im ersten und zweiten Semester eine Einführung in die Branche gibt, im dritten und vierten Semester dann vertiefende Aspekte und Einblicke in die Branche und dann in den letzten beiden Semestern auch rechtliche Rahmenbedingungen und Spezialisierungen durch die sogenannten Wahlpflichtmodule. Wir stellen Ihnen als Praxispartner auch einen Rahmenplan zur Verfügung. Der ist Ihnen einfach eine Hilfestellung und regelt den Einsatz der Studierenden im Unternehmen. Er ist auf die Inhalte der Vorlesungen abgestimmt, aber es gibt keine Vorgabe bezüglich der Dauer des Einsatzes in verschiedenen Abteilungen, wie Sie das vielleicht bei Auszubildenden kennen. Und dadurch haben Sie einfach eine flexible Einsatzplanung, sodass Sie den Einsatz der Dualstudierenden auf Ihre individuellen Ansprüche im Unternehmen dann anpassen können. Ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also, wir möchten gerne gemeinsam mit Ihnen die Fach- und Führungskräfte der Zukunft ausbilden, dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Sie können die Dualstudierenden so schon frühzeitig an ihr Unternehmen binden, sodass sie da auch genug Nachwuchskräfte haben. Bei uns kriegen die Dualstudierenden ein Studium mit festen Stunden- und Prüfungsplänen. Es gibt kleine Studiengruppen und ein familiäres Umfeld, sodass nicht nur Sie als Praxispartner natürlich von einer persönlichen Betreuung profitieren, sondern auch die Bewerberinnen und Studierenden werden betreut, um das Studium eben erfolgreich abzuschließen. Wir vermitteln Ihnen kostenlos geeignete Bewerberinnen und vernetzen Sie durch unsere Praxispartner-Treffen. Sie generieren für Ihr Unternehmen ja neue Ideen durch die Studierenden und können auch von den Inhalten profitieren, die in den Praxisarbeiten behandelt werden. Natürlich kommen auch bei uns die Professorinnen und Dozentinnen aus der Praxis und bringen auch so in der Theorie praxisnahe Inhalte mit. Genau, dann haben Sie hier natürlich auch nochmal meine Kontaktdaten. Würde mich auf einen weiteren Austausch freuen und stehe natürlich auch gerne für Fragen zur Verfügung. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.